Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Talking Malls. Die heutige Flasche wird wieder von bolu.de bereitgestellt. Verlinkung wie immer unten in der Videobeschreibung. Da geht es dann direkt zur Flasche. Ja, Ostern ist ja jetzt vor der Tür, steht vor der Tür. Heute ist Ostersonntag. Und ich habe mir überlegt, dass ich mir dafür doch mal einen schönen Tropfen, hoffentlich schönen Tropfen aussuche. Und bin dann beim Tom & Towel 15 Jahre gelandet. Hier in der Limited Portwood Edition. Zu Tom & Towel an sich kurz. Die Brennerei an sich gibt es ja noch nicht so lange. Erst seit 1964 wurde die da gegründet in der Speyside. Benannt nach der gleichnamigen Region Tom & Towel. Ist die höchstgelegene Region da in den Highlands. Ja, anfangs haben die da wohl sehr viel für die Blending-Industrie gearbeitet. Aber mittlerweile gibt es ja auch, wie ihr sicherlich schon wisst, ganz viele Abfüllungen von Tom & Towel. Also da gibt es jetzt zum Beispiel den P.D. Tang, einen rauchigen. Dann haben die diesen Tlat, ohne Altersangabe. Dann gibt es einen 10-jährigen, 12-jährigen, 14-jährigen, 15-jährigen, 16-jährigen, 21, 25. Und dann haben die auch noch so verschiedene Vintage-Abfüllungen. Da geht es dann schon wirklich in die hohen 30er rein. Sind dann natürlich auch nicht mehr ganz so günstig. Aber auf jeden Fall wirklich ein sehr breites Portfolio, was die da anbieten aktuell. Ja, standardmäßig sind die eigentlich so die normalen Flaschen bei 40 Volumenprozenten abgefüllt. Der jetzt allerdings nicht, weil der 15 Jahre Portwood Edition einmal limitiert auf 5820 Flaschen. Der ist nicht kühlgefiltert und auch nicht gefärbt. Also ein bisschen was Besonderes, leider nicht ganz günstig. Wie es heutzutage ja leider immer häufiger ist, sobald ein etwas höheres Alter, 15 ist jetzt nicht so alt, aber für heutige Verhältnisse schon ein bisschen was, sobald da irgendwie ein Alter drauf ist und dann limitiert, dann geht natürlich der Preis nach oben und aktuell liegt die Flasche so bei 80 Euro. Also ist nicht ganz so günstig. Ja, gibt es sonst noch was zu sagen dazu? Nö. Guck mal, hinten gibt es Geschmacksbeschreibung hier. Also schreiben sie nochmal, dass der Tom & Towel 15 Jahre nicht gefärbt ist und nicht kühlgefiltert ist. Ist er sogar noch ein bisschen trübe? Ja, ein bisschen trübe ist er noch. Kann man aber, glaube ich, nicht sehen. Vom Transport, da ist er sehr kalt geworden. Wenn ich den jetzt auf Verheizung stelle und der dann wieder ein bisschen Temperatur kommt, dann wird er natürlich wieder klar, aber so sieht man halt, dass er nicht kühlgefiltert ist. Also in der Farbe Roségold. In der Nase kommen dann Sommerfrüchte, Johannisbeeren, Brombeeren mit etwas Toffeesüße und Zigarrenbox-Gewürzen. Also so, ich würde sagen Zedernholz, vielleicht auch ein bisschen Tabak. Dann rein mit Früchten, Portfrüchten. Und wieder etwas eichenwürzige Töne, voll und reich mit herben Gewürzen und dann zum Schluss kommt wieder Toffeesüße. Ja, Tom & Towel, The Gentle Dram, so nennt man die ja, weil die Abfüllung wohl, also die normalen Abfüllungen wohl schön weich sind und eigentlich überfordern. Wollen wir mal gucken, hierbei denke ich eigentlich jetzt nicht, dass er allzu weich sein sollte. Ja, Flaschen einzeln nummeriert hier vorne. Ich habe Nummer 3529 von 5820. Ja, sonst steht eigentlich nur das Gleiche drauf. Farbe. Zeige ich euch hier mal wieder kurz mit meinem Briefchen. Ja, so richtig Rosé ist er nicht. Ist eher so Bernsteinfarben, würde ich sagen. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Bei Port habe ich eigentlich auch immer so typischerweise in der Nase die so Waldfrüchte, Erdbeeren und sowas. Und teilweise sind immer so eine cremige Vanille. Bin ich mal gespannt, wie das hier bei dem so wird. Und wenn der gut wird, was ich hoffe und was ich auch denke, dann kommt der auch dann Ostersonntag abends dann nochmal
nach dem Steakhouse zu Hause in Einsatz. Ja, doch, da hat er so diese Portnote. Ja, das Küken muss man auch sehen. Da kann man es vielleicht noch mal etwas besser sehen. So einen leichten Rosé-Stich hat er. Am Anfang war er doch sehr verhalten mit einer Alkoholnote. Wenn man also ein bisschen mehr oder weiter riecht, dann kommt so eine schöne fruchtige Süße rüber. Süß-fruchtig auf jeden Fall. Aktuell habe ich aber noch nicht so wirklich Portnoten. Gewisse würzige Note ist auf jeden Fall auch dabei. Aber da würde ich ihn jetzt auch wieder nicht auf 46 Volumenprozente schätzen, sondern eher so, ja, 43. Ja, jetzt Toffee-Süße kommt schon hin, also so eine karamellige Süße mit einer zarten Vanille vielleicht auch. Fehlt mir aktuell irgendwie noch so ein bisschen der Port. Den habe ich noch nicht in der Nase, komischerweise. Also ich hätte jetzt gedacht, vor allem ist er nicht gefärbt. Da sollte schon was rübergekommen sein. So eine schöne fruchtige Süße. Aber aktuell für mich eher noch so Richtung Pfirsich-Aprikose, anstatt jetzt so diese Waldfruchtregion. Boah, im Geschmack viel besser als die Nase. Erstmal baut sich eine Würzigkeit auf, ist aber wirklich nur zart würzig. Und dann kommt so eine fruchtige Süße, so ein richtig schönes Mundgefühl, cremig, weich. Da habe ich wieder so leichtes, ja, wie so Vanille-Fruchteis. Oh, so ein Fruchtjoghurt. Richtig cremig auf der Zunge, will man gar nicht runterschlucken. Kann man so etwas wie so ein, ja, Bonbon lutschen im Mund. Die Süße bleibt jetzt auch. Und gleichzeitig baut sich jetzt eine leichte Eichenwürze auf, leichte Eichennote, die sich dann so im Mund langsam ausbreitet. Und es wird leicht trockener. Jo, also Geschmack sehr gut. Ja, jetzt kommen so leichte Holzwürzearomen. Ja, vielleicht im Hintergrund, wirklich nur im Hintergrund für mich, so dann diese Portweinigkeit, diese Weinnote. Und immer wieder diese süßen Früchte. Komischerweise aber für mich keine Waldfrüchte, also
Erdbeeren, Brombeeren und sowas habe ich aktuell nicht. Vielleicht liegt es an der Tagesform. Tolles Mundgefühl, lecker und süß und süffig und speichelfluss. Also der Geschmack ist auf gar keinen Fall enttäuschend. Nase muss ich ehrlich gesagt sagen, für mich ein bisschen enttäuschend. Da fehlt mir irgendwie die Intensität. Aber Geschmack gleicht es dann wieder aus, ne? Ja, jetzt. Jetzt kommt so eine Süße in die Nase, die mich an so eine Erdbeerschale erinnert. Und zwar Erdbeeren so halbiert mit Zucker drüber, wo der Zucker dann so die Fruchtsäfte rausgezogen hat aus den Erdbeeren und so unten schon dieser Erdbeerfruchtsaft dann steht mit dem Zucker. So eine leichte Süße kommt da jetzt. Ist dann aber jetzt schon wieder weg. Und jetzt kommt wieder so Aprikosen, leichte Weinnoten sind auch dabei, ja. Und karamellig. Und wieder etwas Gewürze. Wirklich süß und süffig, cremig, weich. Also Geschmack gefällt mir sehr gut, aber in der Nase patzt da für mich ein bisschen. Da hätte ich mir eigentlich für das Geld für 80 € ein bisschen mehr erwartet, ein bisschen mehr Intensität. Ja. 80 € ist natürlich sehr viel. Natürlich, wenn man Tom & Towel-Fan ist oder Sammler ist, sollte man sich die Flasche nicht entgehen lassen. Ansonsten, ja, so wirklich ein Whisky, wo man sich viel Zeit mitlässt, finde ich, ist er nicht. Der ist mehr so ein Trinkwhisky mit tollen Geschmacksaromen, aber halt in der Nase fehlt es ihm so ein bisschen was. Jo. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Osterfest, schöne Feiertage. Erholt euch vom Arbeitsstress und ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder hier anschaltet bei Talking Malls. Ciao!